Ja. Also nochmal an alle herzlich willkommen hier. Ich bin total begeistert, dass wir hier stehen. Dass wir hier stehen mit, ja, mit Paten von 34 Bäumen, die wir alle jetzt in die Erde kriegen. Als erstes möchte ich mal Danke sagen. Und zwar danke an Sie alle, an alle, die sozusagen als Baumpaten auch zur Verfügung standen. Dann möchte ich Ihnen gleichzeitig auch gratulieren, weil Sie haben hier in kürzester Zeit ein ganz großartiges Projekt umgesetzt, ein Umweltprojekt, heutzutage ja ganz besonders wichtig. Aber nicht nur der Umweltschutz steht ja bei so einer Sache im Vordergrund, sondern auch, und das ist mir immer sehr wichtig, die Identifikation mit seiner Region und mit seinem Ort. Und das ist, finde ich, was man gerade durch so eine Baumpatenschaft, die man ja auch nicht eben mal für 2,50 Euro bekommt, sehr schön zum Ausdruck bringt. Und das freut mich, weil ich bin immer der, der in der Stadt ruft, doch die Leute in Halberstadt und in den Ortsteilen, die identifizieren sich eben mit ihrem Ort und die identifizieren sich auch mit Halberstadt. Und die sind auch stolz darauf, hier wohnen zu können. Und das fehlt uns ja manchmal. Und mit solchen Projekten tragen wir das Ganze nach außen. Deswegen ein Riesendank an Sie, auch ein Riesendank an die Stiftergemeinschaft, auch an das Haus hier, deren Park wir ja umbuddeln konnten und natürlich ja meine eigene Verwaltung, die ja viel Lob heute schon bekommen hat. Und da darf man bei Frau Hutfilz tatsächlich nicht sparen, nicht weil sie sonst nichts machen würde, sondern weil sie es wirklich immer gut macht. Denn nicht nur hier, sondern auch bei vielen anderen Projekten. Aber wir dürfen auch die Gemeindearbeiter nicht vergessen, die hier mitgeholfen haben und natürlich den Ortsbürgermeister, den Ortschaftsrat, die Feuerwehr, alle, die irgendwie dabei waren. Also riesen Dank, wirklich an alle herzlichen Glückwunsch. Ist ein tolles Projekt, über das ich mich unheimlich freue, dass wir das in so kurzer Zeit hinbekommen. Also ich bin auch enorm überwältigt, dass das so eine Resonanz gefunden hat. Als die Idee noch erst geboren wurde, hätte ich mir niemals gedacht, dass das unheimlich so in kurzer Zeit Realität wird. Das ist einfach ganz schön toll. Und ich freue mich auch, dass Sie alle gekommen sind.